Diese Männer haben sich offensichtlich lutschend und rammelnd einen Weg durchs Land gebahnt und stehen nun hier an der Zeitgrenze, um die Nation auf sich aufmerksam zu machen. Diese arbeitslosen Männer sind seit mehreren Tagen am Pimpern. Bei mir steht nun Ihr Vorsitzender, Randy Marsh. Mr. Marsh, was genau wollen Sie mit dieser Aktion erreichen? Wir tun das Einzige, was uns übrig bleibt. Wenn unsere Regierung einfach so alles und jeden in unsere Zeit lässt, der kommen möchte, dann müssen wir die Dinge selbst in die Hand nehmen. Wir wollen alle Menschen zu Schwuchteln machen, damit es keine zukünftigen Menschen gibt. Das Amerika von heute hat Vorrang! Ja, Amerika! Die klauen unsere Jobs!